Hallo, ich grüße dich auf meinem Kanal. Ja, heute haben wir mal ein Riesenset vor uns. Ich hatte euch das ja im Hall gezeigt. Die Biene von Xipco, würde ich das jetzt mal aussprechen. 1,95 € 52 Teile, stundenlanger Bauspaß garantiert. Ja, irgendwie Animal-Serie scheinbar von denen. Es gibt noch einen Butterfly, einen Wuang, Dragonfly, also eine Gottesanbeterin hier, komm nicht drauf. Ja, Oktopus finde ich jetzt nicht so spannend und hier eine Krabbe. Ja, ist die Biene, finde ich schon noch mit am interessantesten. Ach so, hier ist noch Su Zoo drauf gedruckt. Ja, wir haben eine schöne Faltanleitung. Ich muss sagen, groß gedruckt, wunderbar. Auch was für ältere Leute. Und wir haben insgesamt 11 Bauschritte und dann ist das ganze gute Stück schon fertig. Einen fetten Stachel noch hier hinten dran. Es gibt aber einen kleinen Baufehler. Ja, wie soll man es sagen? Also ihr seht, hier sind die beiden vorderen Beinchen direkt nebeneinander, aber dann kippt das gute Stück nach hinten, weil es hat nämlich einen ziemlichen Schwerpunkt hinten, weil da doch noch viele Teile dran kommen für den Körper. Deswegen empfiehlt es sich dann doch, dieses mittlere Bein einen Clip nach hinten zu setzen. Und das habe ich hier auch getan. Und man sieht es eigentlich auch hier am Produktbild, dass das so gehört. Und dann steht das gute Stück nämlich auch. Also das ist ein kleiner, ja, Baufehler kann man noch nicht mal sagen. Also eine kleine Ungenauigkeit in der Bauanleitung. Ein Auge ist noch übrig geblieben. Ansonsten sind die Teile so aufgegangen. Ja, und ich finde es eigentlich so als Bild gar nicht mal so schlecht. Cool sind natürlich hier diese transparenten Wedgeplates. Und der Bienenkörper ist natürlich schön gestreift gebaut, also das passt alles. Man kann die Flügel jetzt ganz individuell verstellen, weil wir hier diese kleinen Kugelgelenke haben. Von daher kann man sich das dann auch noch so positionieren, wie man es für richtig hält. Also jetzt die Flügel richtig anlegen geht jetzt auch. Das ist durchaus dann auch möglich mit diesen Kugelgelenken, weil wir genügend Platz auch haben. Oder wir haben halt diese Flugposition bisschen höher stellen, niedriger stellen, wie auch immer. Die Fühlerchen hier vorne mit den Schaltknüppeln auch gut gemacht. Ja, also natürlich etwas abstrakt, muss man natürlich sagen, ganz klar. Aber man kann erkennen, was es sein soll und von daher passt das. Und dann kann man hier so schön durch die Luft fliegen. Ja, bzzzt. Summen Sie summ. Gut, wie Biene Maja sieht es nicht aus, auch nicht wie Willi, aber es macht eigentlich was her und es sind ja auch nur 52 Teile. Von daher bin ich mit diesem kleinen Stück doch zufrieden. Würde sich vielleicht jetzt sogar noch besser machen, als wenn man jetzt ein paar mehr davon hat. Aber das jetzt hier so hinzusetzen, vielleicht baut man sich noch eine Blumenwiese dazu. Also man merkt hier, wenn man jetzt ein bisschen zu hektisch abstellt und die Flügel vielleicht auch noch nach hinten stellt, dass der Schwerpunkt immer noch nach hinten ist. Es könnte also immer noch nach hinten kippen. Dazu müsste man vielleicht dann wirklich die Beine, ich sehe gerade hier auf der Packung, sieht es so aus, als wäre der vorderste Clip genutzt worden. Also irgendwie ist da ein Fehler. Ich setze das mal gerade noch um, weil das wahrscheinlich auch noch mal hilft. Das machen wir doch live hier bei diesem aufwendigen Stück. Also so, doch steht es noch besser. Dann kriegt es den Schwerpunkt wieder ein bisschen mehr nach vorne. Wenn man die Flügel jetzt weiter nach hinten stellt, kann es natürlich wieder kippen. Ja, also 1,95 € 52 Teile, wunderbar, ne? Also da sind wir bei, glaube ich, 4 Cent, wenn ich so richtig rechne, ne? 4 Cent pro Teil. Ja, also Top-Geschichte, also Bauplan
gut zu lesen, gut verständlich, kann man nur empfehlen. Also bei Bluebrix, wenn ihr sowas mal seht, für ein Kind auf jeden Fall ein gelungenes Mitbringsel. Gut, das soll es dann dazu gewesen sein. Wir sind schon über 5 Minuten bei diesem Riesenset. Ja, was haltet ihr davon? Würde mich interessieren. Lasst gerne mal ein Like und einen Kommentar da. Und falls noch nicht passiert, auch gerne ein Abo. Und dann bis bald. Ciao, ciao.